Grundvermögen hat, dann hier eben vorhandene Immobilien. Und da noch ein Tipp, da bitte eher positiv ansetzen. Also ich mache immer die Erfahrung, dass beim Nettoeinkommen wird hochgestapelt, da wird eher das Brutto dann gesetzt und bei Haus- und Grundvermögen wird immer ganz tief gestapelt. Mhm. Bitte genau andersrum. Ja? Haus- und Grundvermögen, also wenn man sagt, naja, also die Wohnung ist vielleicht 300.000 Euro wert, dann sage ich im Zweifelsfall 350 ansetzen, weil der Banker zieht sowieso die 50.000 wieder ab. Aber diese Freiheiten hat man, ja? Also das wäre die Frage, wenn jetzt jemand tatsächlich schon über eine Wohnung verfügt irgendwie. Es gibt ja auch ein Themenfeld Geld verdienen mit Immobilien. Ja. Dafür bist du ja auch Experte sozusagen. Das heißt, wenn die Wohnung aber bereits oder sich noch in der Finanzierung befindet, dann wird trotzdem nicht der Anteil, der mir schon gehört, da zugrunde gelegt, sondern der Wert der Immobilie? Ja, also es wird auf der einen Seite wird eben gesagt, okay, was ist noch an Darlehen vorhanden? Mhm. Da kommen wir gleich in der nächsten Folie noch drauf. Und das andere ist eben, was ist aktuell die Immobilie wert? Mhm. Okay. Und da sage ich immer, da nützt es eben zur Not, wenn es eine Wohnung ist, mal bei den Nachbarn zu horchen, wenn jemand verkauft hat. Ja, oder der freundliche Makler, da steht so ein Galgen draußen, dann kann man mal anrufen oder im Internet mal gucken. Mensch, was wollen die haben? Da gibt es Makler, die rufen immer extrem hohe Preise an, dann würde ich die nehmen als Anhaltspunkt. Aber bitte dort nicht tief stapeln, weil die Abzüge macht der Banker sowieso. Okay, ja? Gut zu wissen.